Es gilt, dran zu bleiben beim TSV 1860. Mit dem Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinals und dem beeindruckenden 6:0-Sieg in der Vorwoche haben die Löwen ein Zeichen gesetzt. Doch nun heißt es beim VfL Osnabrück, das Formhoch auszunutzen. Jeder, der schon einmal mit der Mannschaft in Osnabrück war, weiß, dass es dort ein heißes Pflaster ist und dass es schwer dort zu spielen ist. Und ich glaube, mit dem Thema sollten wir uns auseinandersetzen, dass wir uns auf das Spiel konsequent vorbereiten. Jetzt freuen wir uns wieder auf ein Heimspiel. Es werden wieder viele Zuschauer kommen. Und da sind wir froh drüber und freuen uns auf das Spiel Samstag. Der VfL Osnabrück ist eine besondere Kategorie von Gegner. Der Club aus Niedersachsen hat sich als Tabellenzweiter auch als Aufstiegskandidat etabliert. Aber bringt uns auch nichts für Samstag. Nur weil 60 13. ist und wir Zweiter, spielt das keine Rolle. Es ist in dieser Liga mehr als, glaube ich, in jeder anderen Liga nicht entscheidend. Es ist so wahr, dass Osnabrück zu Hause natürlich grundsätzlich eine Top-Mannschaft ist. Die sind aus der zweiten Liga abgestiegen und wollen sicherlich auch wieder so schnell wie möglich auch wieder in die zweite Liga zurück. Noch beträgt der Vorsprung der Löwen zur Abstiegszone nur einen Punkt. Somit bekommt das Auswärtsspiel auch Bedeutung im Kampf um einen besseren Tabellenplatz.